Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Magic Maloney und heute geht es um ein schönes Video zum Thema Kurzbefehle und Ladezeit. Der Akku ist in 91 Minuten geladen. Herauszufinden, wie lange mein iPhone laden muss, ist gar nicht so einfach. Man könnte eine Stoppuhr nehmen. Wollen wir das? Ich denke eher nicht. Ich hatte auch mal Siri gefragt, wie lange muss das Handy geladen werden, damit der Akku vollständig bei 100% ist. Als Antwort kam dann folgendes. Leider geht das nicht. Toll, dachte ich mir. Auch auf die Frage, wann ist der Akku bei 100%? Tut mir leid, damit kann ich dir nicht helfen. Da heute eine Idee, wie man die Ladezeit ungefähr bestimmen kann. Ich sage ungefähr, weil es doch etwas komplizierter ist als ursprünglich gedacht. Damit unser Ergebnis nicht verfälscht wird, müssen wir als erstes in den Batterieeinstellungen schauen, ob das optimierte Laden deaktiviert und das Laden bis 100% erlaubt ist. Ist dies geschehen, können wir uns nun auf den Kurzbefehl konzentrieren. Danach starten wir die Kurzbefehl-App und hier möchte ich kurz zeigen, wie ein Kurzbefehl aussehen könnte, um seinen Batteriestatus mit Zeitstempel zu dokumentieren. Wir benötigen den Befehl Batteriestatus abrufen, dann den Befehl aktuelles Datum und noch einen Befehl Notiz erstellen. In die Notiz kommt dann der Zeitstempel mit dem Batteriestatus. Wichtig, hier sollten auch die Sekunden mit dokumentiert werden. Dazu tippt man dann auf die Zeitvariable und schaut dann beim Zeitformat, ob Mittel eingestellt ist. Diese Zeitformateinstellung Mittel erlaubt es uns, die Sekunden ebenfalls mit in der Notiz zu dokumentieren. Genau diese Schritte sind ausreichend, um den Batteriestatus mit Zeitstempel in einer Notiz zu dokumentieren. Ich möchte drei verschiedene Arten von Automationen anlegen, die den Kurzbefehl ausführen lassen sollen. Erstens. Wenn der Batteriestatus 100% erreicht hat, soll eine Notiz erstellt werden. Zweitens, wenn ein bestimmter Prozentsatz überschritten wird, soll ebenfalls eine Notiz erstellt werden. Das ermöglicht eine lückenlose Aufzeichnung vom Batteriestatus mit Zeitstempel bis auf 100% in 5er Schritten. Drittens, beim Verbinden und Trennen des Stromkabels soll ebenfalls jeweils eine Notiz erstellt werden. Das sind schon eine Menge Automationen, aber die wären notwendig, um eine solide Datenbasis für unsere Berechnungen zu haben. Hier zeige ich euch kurz, wie das Ergebnis dann am Ende aussieht. Man bekommt ganz viele Notizeinträge mit dem jeweiligen Zeitstempel und ganz wichtig hier auch mit den Sekunden und wann welcher Prozentsatz überschritten wurde. Wenn man sich die Datenpunkte ins Excel bringt und mit Hilfe eines Diagramms visualisiert, kann man recht gut erkennen, dass bis ca. 60% die Akkuprozente linear ansteigen. Danach flacht sie ab und es dauert länger für jeden einzelnen Prozentwert. Die Ladedauer ist auch abhängig vom verwendeten Adapter, ob es kabellos geladen wird, dann auch von der Umgebungstemperatur und ob im Hintergrund Apps agieren, die auch noch Strom ziehen. Noch kurz ein paar Worte vorweg. Ich habe eine einfache Version von dem Kurzbefehl erstellt, der davon ausgeht, dass das Handy erst geladen wird, wenn der Akku unter 62% ist. Ich möchte mein Handy ungern auf 100% laden, um einfach den Akku etwas zu schonen. Und es maximal bis 96% geladen werden soll. Grund für die 62% sind ein annähernd gleichbleibendes Laden bis 61% bei meinem iPhone 16 Pro Max. Hier kann natürlich ein anderes iPhone einen anderen Wert haben. Als erstes benötigen wir den Batteriestatus. Wir suchen den Befehl Batteriestatus abrufen und wählen diesen auch aus. Danach kommt der Befehl aktuelles Datum. Im Anschluss Variable konfigurieren. Hier haben wir die aktuelle Zeit der selbst definierten Variable jetzt hinzugefügt. Als nächstes kommt ein Berechnungsschritt. Hier multiplizieren wir die 1,47 mal 35. Das Ergebnis der Berechnung ist dann die Dauer von 61% auf 96%. Als nächstes berechnen. Wir berechnen 61 minus Batterie. Hier möchte ich ermitteln, wie hoch die Differenz zwischen dem aktuellen Batteriestatus und 61% sind. Grund für die 61% sind eine annähernd gleichbleibende Ladegeschwindigkeit vom iPhone bis 61%. Bei mir waren es in diversen Versuchen um die 0,7 Minuten je 1% Akku geladen. Danach erfolgt nochmal eine Berechnung. Hier multipliziere ich das Ergebnis mit 0,7. Danach kommt die nächste Berechnung. Ich möchte gern die Dauer 62 bis 96, also in Klammern die 1,47 mal 35, mit dem Ergebnis aus der vorherigen Rechnung addieren. Danach nutze ich den Befehl Datum anpassen. Hier kann der Variable jetzt, also der jetzige Zeitstempel mit dem Ergebnis aus der letzten Berechnung addiert werden, sprich die aktuelle Zeit plus die Zeit fürs Laden auf 96%. Der nächste Befehl Zeit zwischen Datumsangaben abrufen gibt mir die Möglichkeit, die Minuten zwischen jetzt und dem angepassten Datum zu ermitteln. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Alles danach ist nur noch Anzeige.
Hier nutze ich den Befehl Text und schreibe dort den Batteriestatus Doppelpunkt Leerzeichen und füge die Variable Batterie ein, gefolgt von einem Prozentzeichen. Danach gebe ich Dauer bis 96% Doppelpunkt. Als Variable wähle ich Zeit zwischen Daten aus und füge noch Minuten hinzu. Mein dritter Punkt ist fertig geladen circa und hier wähle ich die Variable angepasstes Datum aus. Nun suche ich den Befehl Hinweis und wähle als Inhalt das Textfeld aus. Falls noch jemand eine Ausgabe per Sprache wünscht, kann noch den Befehl Text sprechen suchen und auswählen. Dort steht dann Akku ist in, gefolgt von der Variable Zeit zwischen Daten und gebe noch Minuten geladen ein. Damit der Kurzbefehl automatisch kommt, müssen wir noch eine Automation starten. Wir gehen in Automation, wählen das Plus oben rechts und suchen dann Ladegerät aus. Der Kurzbefehl soll nur gestartet werden, wenn das Ladegerät verbunden wird. Es soll sofort ausgeführt werden. Dann rechts oben weiter und wir wählen unseren erstellten Kurzbefehl aus. Dann probieren wir es aus. Ich nutze den ganz normalen 20 Watt Stecker, dann noch das standardmäßig mitgelieferte USB-C Ladekabel und schon kann es losgehen. Das Handy erkennt, dass geladen wird, dann kommt der Hinweis und dann der Akku ist in 88 Minuten geladen. Dann kurz warten, bis es geladen ist. Für den Versuch habe ich es auf 100% laden lassen. Wenn wir jetzt den Hinweis auf der linken Seite mit den Werten auf der rechten Seite vergleichen, sind wir ziemlich gut dabei. Prognose war bei 96% 9.32 Uhr gegenüber den 9.34 Uhr, die dann tatsächlich die 96% erreicht haben. Ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und hören lassen. Und mit der gewissen Unsicherheit müssen wir wahrscheinlich leben. Wer noch Lust hat auf einen weiteren coolen Kurzbefehl wie diesen hier, Batterie ist fast vollständig geladen. Dem verlinke ich am Ende noch das Video. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen. In diesem Sinne, bastelt euch einen schönen Kurzbefehl. Bis zum nächsten Mal, euer Magic Maloney. Ciao.